Katrinchen Zimstein ist mir zugeflogen, aber nicht als Engelchen, sondern als Geschichte. Geschrieben hat sie ein junger Mann aus Freiberg und der rief mich an, weil er ein Engelchen von mir in einer Zeitschrift gesehen hatte und konnte sich vorstellen, dass sein Katrinchen Zimstern so aussieht wie ein Fladeengelchen. Die Geschichte, die er geschrieben hat, ist so abenteuerlich und fröhlich, dass ich ganz viel dafür unternommen habe, dass die Geschichte als Buch erscheint. Das ist 2012 dann geschehen und seitdem erblicken im Jahr ungefähr 1000 Katrinchen Zimtstern in meiner Werkstatt das Licht der Welt. Das Besondere an ihnen ist, dass sie klein sind und dass sie ganz filigran und zart gearbeitetes Spielzeug bei sich haben. 2013 schrieb eine Musikerin ein Lied über das kleine Engelchen Katrinchen Zimtstern und ich habe mir daraufhin gewünscht, dass andere Musiker über die anderen Figuren schreiben und dass eine ganze CD an vielen schönen Liedern entsteht. Der Wunsch ist im vergangenen Jahr wahr geworden. Mischa Winkler, ein Komponist und Musiker aus Dresden, hat sich wie ich in die abenteuerliche Geschichte verliebt, hat ganz viele Lieder geschrieben und jetzt sogar ein Musical. Wartet ihr bitte aber hier! Jetzt bin ich ein Ritter! Ja, das finde ich gut! Auch wenn ich mal zitter, verliere ich nicht den Mut. Mir blieb oft die Luft weg, fiel des Öfteren um. Meistens auf die Nase, das macht keinen Spaß. Doch ab jetzt ist alles anders und das macht mich froh. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann würde ich Katrinchen Zimtstern und ihre Freunde irgendwann auf großer Kinoleinwand sehen wollen.